Leute, herzlich willkommen zum Attic Club Radio, Ausgabe Nummer 141. Und zwar haben wir heute was ganz Besonderes, das hatten wir auch noch nicht. Nee. Und zwar ein DJ-Duo, wo der Interviewer auch der Gast ist. Hallo, grüß dich, hallo, ja. Opa, nimm deine Medikamente. Genau. Und zwar Kälte und Schmerzen. Das ist unser neues Projekt, ne? Ja, unser neues Hard-Techno-Duo B2B-Projekt, wo wir gepflegten Hard-Techno spielen. So genau. Bis 150 BPM. Für alle, die ihn noch nicht kennen, seid froh, schaltet jetzt ab. Nein, das ist Marcel Rüb von Refuel Records. Und zusammen mit mir haben wir jetzt praktisch Kälte und Schmerzen gegründet. Wir haben letztes Jahr schon angefangen zusammen zu produzieren, hatten da einen Track. Jetzt gestern ist der zweite Track von uns rausgekommen, Alive, mit einem auch wirklich grandiosen Steve Shaden Remix. Ja, da freuen wir uns sehr darüber, dass wir den definitiv ins Boot holen konnten für den Track. Und Alive. Eigenlob stinkt, aber der ist ein geiler Track geworden, ein mit Ding, einer wunderbaren Sängerin aus NRW, Wait What heißt sie, macht normalerweise Indie-Pop und mit ihr haben wir jetzt eine richtig schöne Nummer an den Start gebracht. Ne? Richtig, genau. Und das war für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir werden weiterhin produzieren, wir wollen auch zusammen auflegen. Und da ich ja mehr so den, ich nenne es jetzt mal härteren Peak-Time-Techno gespielt habe, viel mit Acid-Elementen und, du so den etwas langsamen Hard-Techno, ne? Vor ein paar Jahren war das noch schneller Hard-Techno. Ja, mittlerweile ist es sehr langsam. Sehr, Hard-Techno. Sehr langsam, haben wir gesagt, gut, jetzt hauen wir mal wirklich beide zusammen einen raus und werden uns nur auf Hard-Techno und dann dementsprechend auch auf die etwas schnellere Schiene konzentrieren. Ne? Genau, aber auch dann so die Elemente so mit Acid, wo du kennst und ich dann halt dieses Düstere mit rein. Und ich glaube, wenn wir beiden Hios dann da stehen und noch Faxen machen. es hat ja jetzt im Nummer zum Platz in Bielefeld. Ja. Da haben wir auf der Project Techno unser gespielt. Debüt. Das Debüt, genau. Das Debüt. Und danach wollten wir uns schon wieder trennen. Nein. Und dennoch sitzen wir hier. Ja, Pressekonferenz, jetzt zupfen wir uns. Wie damals bei Tic-Tac-Toe. Ja, ganz genau. Einige kennen vielleicht das noch. Damals. Genau. Und da hat es gut funktioniert. Die Leute sind ganz gut abgegangen, würde ich sagen. Ich glaube, die hatten Spaß. Die hatten Spaß. Die Bauzäune sind fast runtergerissen. Fand ich geil. Und gestern waren wir im Modus. Gestern waren wir im Modus. Da hat das auch ganz gut funktioniert. Ja. Soweit. Großartiger Club. Liebe geht raus. Und definitiv auch wirklich schön gemacht. Ja. Schönes Ding. Finde ich echt klasse, dass Lippstadt da auch einen schönen Techno-Club hat. Und vor allem so ein bisschen schneller, ne? Nicht immer nur dieses Peak-Time-Gedödel da. Sondern jetzt so der aktuell angesagte, muss man ja wirklich sagen, der angesagte straffere Techno. Straffere Techno, diese Hard-Techno-Schiene. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Und warum wir heute hier sind, das haben wir gerade schon erwähnt. Live. Genau. Unser Release. Genau. Remix. Unser Remix. Und Steve Shaden, du hattest viel Kontakt mit ihm. Ja. Auch, glaube ich, ein sehr, sehr nicer Dude, ne? Also er und auch sein Management, wirklich tolle Leute, sehr unkompliziert. Natürlich haben die Anforderungen, die sie auch stellen, aber wenn man darauf eingeht und sich auch an Absprachen hält, dann ist das wirklich sehr professionell. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja gut, ist er ja nun mal auch. Ne? Steve Shaden ist ja auch seit Jahren schon im Geschäft und
Das passt. Ja, also, somit ist es ja auch schön, dass wir einen Steve Shaden zumindest als Remixer mit auf V4 begrüßen können. Ja, also, ja. Das ist, definitiv. Ist schon eine Hausnummer. Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Definitiv. Und wir werden gleich natürlich unser Set auch spielen. Und wir werden dann natürlich auch mit Alive beginnen. Ja. Das für die Leute, die ihn noch nicht gehört haben. Schön wäre, wenn ihr uns supporten würdet. Man kann ihn über Spotify runterladen. Spotify, Amazon, Apple, iTunes, Music, überall. Beatport. Überall. Ja, Beatport kann man kaufen. Ich werde gleich auch nochmal... Bandcamp. Na gut. Ja, dann unterbrechen wir doch. Mach ich auch. Unten in der Videobeschreibung stehen auch die Links dazu. Und dementsprechend, ja, wir würden uns über ein bisschen Support freuen von eurer Seite aus. Und wir hoffen natürlich Support auch, ist kein Mord, ne? Genau. Und hoffen natürlich auch, dass euch der Track auch gefällt. Also das ist ja die Hauptsache. Ne? Ja. Also wenn die Leute Spaß an den Track haben. Richtig. Ich muss jetzt auch, ja, wie du eben schon gesagt hast, Eigenlob stinkt, aber selbst wenn wir ihn nicht selber gemacht hätten, ich würde den Track wirklich feiern, finde ihn gut. Ja. Und wie ein Kumpel schon gesagt hat, ich finde ihn gut, obwohl ihr den gemacht habt. Grüße gehen raus. Genau. An den Mann mit den langen Ohren. F-Punkt Rank war das. Ne? F-Punkt Rank, genau. Und wir hoffen natürlich auch, ihr habt gleich ein bisschen Spaß an unserem Sound, den wir spielen. Es wird teilweise düster, es wird so alte Hardcore-Elemente geben, denke ich mal. Asset-Elemente natürlich. Laut, hart und verstörend. Genau. Oh, schön. Schönes Wort. Ein schöner Abschluss hast. Und damit entlassen wir Sie ins Wochenende. Haben Sie Spaß. Genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß gleich bei dem Set, genauso wie wir. Immer Spaß, wenn wir irgendwie was zusammen machen. Ja. Hört sich jetzt auch komisch an, egal. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Also, stay rave. Ich gehe mal aus dem Bild.